hat es Ihnen denn generell gefallen auf der Mein Schiff? Also es war eine wunderschöne Reise gewesen. Die Erwartungen wurden erfüllt. Kleinigkeiten gibt es immer mal, aber man hat sich wirklich wie ein kleiner König gefühlt. Alles klar, ja, fangen wir gleich mal an mit den Kleinigkeiten. Was würden Sie sagen, was gab es zu verbessern? Also mein neunjähriger Sohn war mit gewesen und da gab es teilweise Koordinationsprobleme mit den Terminen, mit dem Kids Club und mit den Wikingern. Das war so ein Projekt an Bord gewesen. Da wussten die Gruppenmitglieder teilweise nicht, wann sie sich wieder treffen, weil das so eine mehrteilige und mehrtägige Aktion war, jeweils wenn Seetag war. Das war so ein bisschen schade, dass da halt immer nachgefragt werden musste. Aber ansonsten, man hat so viel gegessen. Man hat Gott sei Dank weniger getrunken als gegessen. Aber das war eine schöne Reise gewesen. Was war deine Schönste auf dem Schiff irgendwie? Gab es da was, was Sie immer besonders genossen haben? Also das Schönste auf dem Schiff war die Geschichte mit den 6 Gängen, jeweils mittags und abends. Da hat man Ruhe gehabt, da brauchte man nicht in einem einen Restaurant wie wild ans Buffet stürmen, wo dann auch immer Gedränge war. Das war fein, man wurde bedient, man hatte eine Auswahl aus mehreren schönen Sachen. Teilweise hat man vorher noch nie was davon gehört, irgendwelche österreichischen Spezialitäten. Das war eine schöne, gelungene, auch entspannende Geschichte gewesen. Wie sieht denn so ein typischer Tag an Bord eines Kreuzfahrtschiffs aus? Wie kann man sich das vorstellen? Also, wenn man Seetag hat, hat man Ruhe. Dann hat man Zeit, dann kann man zwischen den Mahlzeiten alles Mögliche machen. Man kann sich ans Pooldeck legen, man kann in den Spa-Bereich gehen, in die Sauna. Man kann Sport treiben. Wenn es Ausflüge gibt, die man gebucht hat, dann ist das Ganze schon etwas, ja, wo wir sagen, hektischer, weil dann teilweise 500 Leute den gleichen Ausflug gebucht haben und dann wird es doch langsam drängelig so ein bisschen. Dann haben wir noch die letzte Frage. Was war das schönste Erlebnis auf der Reise, so außerhalb des Schiffs? Also das schönste Erlebnis von der Natur her war natürlich Island gewesen. Das war ja auch das Highlight gewesen. Das Wetter war dort an dem zweiten Tag in Reykjavik nicht so schön. Aber auch Geysire und Vulkankrater sehen auch bei bewölktem Himmel doch sehr interessant und sehr hinreißend aus. War das Ihre erste Kreuzfahrt? Nein, wir haben schon mal mit einem Konkurrenzunternehmen, mit einem Mitbewerber, mit den 4 Buchstaben, mit A beginnend was gemacht. Kann man teilweise nicht vergleichen, da ist das Publikum jünger. Auch mehr Kinder dabei, was nicht stört. Hier war es halt ein bisschen durchwachseneres Publikum, aber so jung bin ich ja auch nicht mehr. Insofern war das überhaupt kein Problem. Und qualitätstechnisch, was war besser? AIDA oder Mein Schiff? Das ist schwer zu sagen. Das kann man kaum vergleichen. Also beide haben ihre Vorteile, ihre Vorzüge. Das Animationsprogramm auf der AIDA ist ein bisschen breit gefächerter und ein bisschen größer. Manche wollen das gerade nicht. Also das ist schwer zu vergleichen. Uns hat es auf beiden Schiffen gefallen. Die eine Variante ist ein bisschen anders als die andere, aber beides hat seine Vorteile und seine Vorzüge. Was ist für wen besser geeignet? Was würden Sie sagen? Also für Familien mit kleineren Kindern, so im Alter bis 10, 12, ist die AIDA sicherlich vielfältiger. Und für Alleinreisende, die gerne mal sich zurücklehnen wollen, ein gutes Buch lesen wollen, Ruhe haben, dann ist sicherlich auf Mein Schiff gibt's mehr Rückzugsmöglichkeiten. Super, ganz herzlichen Dank.